Ja, und mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir ein paar Worte aus dem seinem ersten Buch, das Totenschiff, hören. Und da möchte ich Herrn Michael Lage bitten, dass er uns ein paar Seiten aus dem Buch vorträgt. Ja, schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Ich habe eine Frau, ist auch dabei, schwanger. Begleiteten mich. So wanderte ich in das sonnige Spanien ein, mit allen militärischen Ehren. Die Soldaten brachten mich zur Grenzwache und dort wurde ich den spanischen Grenzbeamten übergeben. Papiere hat er keine, sagte der mich begleitende Korporal. Er ist Deutscher, fragte der Spanier. Sie, Senor, sagte ich. Seien Sie willkommen, antwortete darauf der Spanier und zu dem Korporal sagte er, es sei gut, er würde mich hier behalten. Der Korporal sah nach seiner Uhr und schrieb dann etwas auf seinem Rapportzettel. Dann machten die beiden Soldaten kehrt und zogen ab. Goodbye, France. Die Grenze Frankreichs verschwand meinen Blicken. Der spanische Beamte schleifte mich nun gleich in die Wachstube, wo ich von allen Beamten sofort umringt wurde, die mir alle die Hand schüttelten und mich umarmten. Einer wollte mich sogar auf die Backen küssen. Mach Krieg mit dem Amerikaner und du findest keinen besseren Freund auf der ganzen Erde als in Spanien. Hätten sie gewusst, wer ich bin, dass ich ihnen Kuba und die Philippinen abgenommen und manches andere zugefügt habe, würden sie mich zwar nicht erschlagen, sie würden mich auch nicht zurückgeschickt haben in jenes Fleckchen, wo ich mich nie wieder sehen lassen durfte, aber sie wären kühl gewesen wie nasse Jacken und gleichgültig wie altes Bettstroh. Erst kriegte ich einmal Wein eingeschenkt, dann gab es Eier und feinen Käse. Dann gab es zu rauchen und wieder Wein zu trinken und wieder Eier und feinen Käse. Und dann wurde mir gesagt, nun gäbe es bald Mittagessen. Die Beamten, die draußen im Dienst waren, kamen nach und nach herein. Und nun ging keiner mehr hinaus. Ganze Schmugglerzüge hätten jetzt kommen können. Das wäre ihnen ganz gleichgültig gewesen. Hier war ein Deutscher. Und dem hatte man zu zeigen, was man von Deutschland und den Deutschen dachte. Und um das auch ganz genau zu zeigen, wurde ihm zu Ehren aller Dienst eingestellt. Äußerlich betrachtet war ich kein glorreiches Beispiel des so sauberen und adretten deutschen Landes und seiner so frisch gewaschenen und adretten Bewohner. Seit meine Tuscaloosa abgesegelt war, hatte ich weder meinen Anzug noch meine Stiefel noch meinen Hut gewechselt und meine Wäsche sah so aus, wie sie eben aussehen kann, wenn man sie an Bächen und Flüssen, an denen man vorüberkommt, mehr oder weniger Seife oder weniger sorgfältig wäscht, dann auf einen Strauch hängt, selbst ein Bad nimmt und endlich so lange wartet, bis die Wäsche wieder trocken ist oder bis man sie noch nass anziehen muss, weil es zu regnen anfängt. Mein Aussehen schien aber der beste Beweis dafür für sie zu sein, dass ich direkt ohne Aufenthalt nach Deutschland kam. So hatten sie sich vorgestellt, wie ein Deutscher, der den Krieg verloren hat, den die Amerikaner bis aufs Hemd ausgeplündert und die Engländer ausgehungert haben, aussehen müsse. Und meine Erscheinung deckte sich mit ihren Vorstellungen so vollkommen, dass wenn ich gesagt hätte, ich bin Amerikaner, sie mich für einen unverschämten Lügner angesehen hätten, der sie zum Narren halten wollte. Dass jemand, der direkt ohne Aufenthalt aus Deutschland kommt, einen entsetzlichen Hunger haben muss, der sich nicht innerhalb 5 Jahre stillen lässt, war ihm klar. Beim Mittagessen bekam ich so viel aufgehäuft, dass ich die 5 Jahre Hungerns ohne Mühe einholen konnte. Dann brachte einer ein Hemd.
Hemd, einer Stiefel, einen Hut, ein halbes Dutzend Strümpfe, einer Taschentücher, einer Kragen, einer seidene Schlüpse, eine Hose, eine Jacke, und so ging das in einem fort. Ich musste alles annehmen und musste alles, was ich bis jetzt besessen hatte, fortwerfen. Nachmittags wurde Karten gespielt. Diese Karten kannte ich nicht, aber sie lehrten es mich, und ich spielte bald so gut, dass ich ihnen ein hübsches Sümmchen abgewann, was sie sehr erfreute und sie veranlasste, immer weiter zu spielen. Durch diese Situation war noch nie ein Deutscher gekommen, und deshalb wurde ich als Vertreter, als der erste echte Vertreter jenes hier so sehr beliebten Volkes entsprechend gefeiert. O sonniges Spanien! Das erste Land, das ich traf, wo man nicht nach meiner Seemannskarte fragte, wo man nicht meinen Namen, mein Alter, meine Körperlänge, meine Fingerabdrücke wissen wollte, wo man nicht meine Taschen durchsuchte, wo man nicht bei Nacht zu einer Grenze schleppte und mich hinausjagte wie einen ausgedienten Hund, wo man nicht wissen wollte, wie viel Geld ich habe und wovon ich die letzten Monate gelebt hätte. Nein, sie steckten mir die Taschen noch voll, und damit endlich einmal jemand in meinen Taschen etwas finden möge. Den ersten Tag war ich in der Wache, die erste Nacht musste ich im Hause des einen Beamten schlafen. Den darauffolgenden Tag wurde ich in seinem Hause verpflegt. Am Abend wurde ich von einem anderen abgeholt. Und nie wollte mich einer herausgeben. Bei jedem sollte ich eine Woche bleiben. Das gab aber der, der jetzt an der Reihe war, nicht zu. Und als die Reihe herum war und wieder von vorn anfangen sollte, kamen die Bewohner des ganzen Grenzörtchens der Reihe nach an und erhoben Anspruch auf mich. Und ich hatte jeden Tag bei einem anderen Bürger zuzubringen. Die Konkurrenz, dass ich von jedem fortgehen sollte, mit dem Gefühl, er habe mich bei Weitem besser bewirtet als der Nachbar, zwang mich, eines Nachts die Flucht zu ergreifen. Ich bin fest davon überzeugt, die Leute alle behaupteten heute, eine solche Undankbarkeit hätten sie nicht von mir erwartet. Aber der Tod durch Erschießen oder Erhängen war ja ein Lustspiel gegenüber dem qualvollen Tode, der mich hier erwartete und dem ich durch nichts anderes als durch eine nächtliche Flucht entgehen konnte. Durch solche Missverständnisse werden Menschen verdorben. Ich lebe in ihrer Erinnerung als jemand, der sicher ein entlaufener Zuchthaussträfling gewesen sein müsse, weil er sich so heimlich zur Nachtzeit aus dem Staube machte. Es ist durchaus möglich, wenn wieder ein fremder Mann dorthin kommt, diesmal vielleicht ein echter Deutscher, dass ihm kaum eine warme Suppe vorgesetzt wird, oder wenn sie ihm gegeben wird, dann mit hochgezogenen Augenbrauen und mit einer Miene, die deutlich sagt, verhungern lassen wir keinen, und wenn es der Satan selber wäre. Aus Liebe kann nicht nur Hass werden, sondern was viel schlimmer ist, aus Liebe kann Sklaverei entstehen. Hier war sie Sklaverei und Totschlag. Nicht einmal auf den Hof konnte ich gehen, ohne dass mir sofort ein Familienmitglied nachgeworfen kam. Mit der besorgten Frage, dass ich auch weiches Papier hätte. Yes, Sir. Das kann kein Mensch ertragen oder nur ein Paralytiker. Hätte ich eine Andeutung gemacht, dass ich abreisen wolle, die Leute hätten mich in Ketten gelegt. Ich denke, dass ein Vernünftiger unter jenen Leuten lebt, der meine Untat in einem milderen Lichte sehen wird. Sobald es mir nach Sevilla zu langweilig wurde, zog ich ab nach Cádiz, und sobald ich in Cádiz die Luft nicht mehr bekam, wanderte ich wieder nach Sevilla, und wenn mir in Sevilla die Nächte wieder nicht gefielen, machte ich mich wieder auf nach Cádiz. Dabei verging der Winter, und meine Sehnsucht nach New Orleans konnte ich glatt für einen Quarter verkaufen, ohne dass ich Gewissensbisse empfunden hätte. Warum musste es denn gerade New Orleans sein? Ich hatte auch nicht ein winziges Papier mehr in der Tasche als an jenem weit zurückliegenden Tage, an dem ich in dieses Land eingezogen kam. Und nie interessierte mich jemals ein Kopf um meine Papiere oder um mein Woher, Wohin oder Wozu. Die hatten andere Sorgen. Passlose arme Teufel waren ihre geringste Sorge. Wenn ich kein Schlafgeld für die Herberge hatte und mich in irgendeine Ecke legte, so lag ich am anderen Morgen genau noch so ruhig und unschuldig da, wie ich mich am Abend hingelegt hatte. Und 100-mal war der Kopf vorbeigewandert, und 100-mal hatte er gut aufgepasst und mich auch niemand aus diesem Versehen stehlen möchte. Ich wage gar nicht daran zu denken, was aus anderen Ländern wohl werden würde, wenn ein armer Bursche oder gar eine ganze Familie in einem Torweg schliefe oder auf einer Bank die Nacht verbrächte, ohne verhaftet zu werden und wegen Herumtreibens oder Obdachlosigkeit im Gefängnis oder im Arbeitsplatz.
Krankheitshaus verschwinden würde. Deutschland würde sicher sofort von einem Erdbeben und England von einer Sintflut vernichtet werden, wenn der Mann, der es wagt, obdachlos zu sein, nicht verhaftet und ordentlich verknackst wird. Denn es gibt eine Anzahl von Ländern, wo obdachlos und mittellos zu sein ein Verbrechen ist. Und es sind zufällig dieselben Länder, wo ein tüchtiger Raubzug, mit dem man nicht erwischt wird, kein Verbrechen ist, sondern die erste Stufe, um ein geachteter Bürger zu werden. Es kam vor, dass ich auf einer Bank lag und ein Kopf mich aufweckte, um mir zu sagen, dass es gleich regnen würde und dass ich besser täte, unter jedem Torweg da drüben zu gehen oder in den Schuppen am anderen Ende der Straße, wo Stroh sei, wo ich besser schlafen könnte und wo es nicht hineinregnete. Wenn ich hungrig war, ging ich in einen der Bäckerläden und sagte dem Mann oder der Frau, dass ich kein Geld hätte. Dafür aber umso mehr Hunger und ich bekam Brot. Niemand verekelte mir das Dasein mit der langweiligen Frage, warum arbeiten Sie nicht? Sie sind doch ein starker, gesunder Bursche. Das hätten Sie als große Unhöflichkeit angesehen. Denn wenn ich nicht arbeitete, so musste ich wohl meine guten Gründe dafür haben. Und diese Gründe aus mir herauszuforschen, das hielten Sie für unanständig. Was gingen da für Schiffe raus? Manchen Tag gleich ein halbes Dutzend. Sicher war da Arbeit auf dem einen oder anderen, aber ich sorgte mich nicht darum, ich lief der Arbeit nicht nach, warum auch? Der spanische Frühling war da. Um Arbeit sollte ich mich nicht sorgen. Ich war auf der Welt, ich lebte, ich war lebendig, ich atmete die Luft. Das Leben war so wundervoll schön, die Sonne war so golden und so warm, das Land so märchenhaft lieblich, alle Menschen so freundlich und wenn sie in Lumpen gingen, alle Leute so höflich und über alles, das war so viel echte Freiheit. Kein Wunder. Das Land hatte er an den Kriegen für die Freiheit und die Demokratie der Welt nicht teilgenommen. Deshalb hatte der Krieg hier die Freiheit nicht gewonnen und die Menschen hatten sie nicht verloren. Es ist also unerhört lächerlich, dass alle die Länder, die von sich behaupten, sie seien die freisten Länder, in Wahrheit ihren Bewohnern die geringste Freiheit gewähren und sie das ganze Leben hindurch unter Vormundschaft halten. Verdächtig ist jedes Land, wo so viel von Freiheit geredet wird, die angeblich innerhalb seiner Grenzen zu finden sei. Und wenn ich bei einer Einfahrt in den Hafen eines großen Landes eine Riesenstatue der Freiheit sehe, so braucht mir niemand zu erzählen, was hinter der Statue los ist, wo man so laut schreien muss, wir sind ein Volk von freien Menschen. Da will man nur die Tatsache verdecken, dass die Freiheit vor die Hunde gegangen ist oder dass sie von Hunderttausenden von Gesetzen, Verordnungen, Verfügungen, Anweisungen, Regelungen und Polizeiknüppeln so abgenagt worden ist, dass nur noch das Geschrei, das Verfahren, Geschmetter und die Freiheitsgöttin übrig geblieben sind. In Spanien spricht kein Mensch von Freiheit und in einem anderen Lande, wo man nicht von Freiheit spricht, habe ich einmal das Wort Unfreiheit erwähnen hören. Dieses Wort fiel bei einer Riesendemonstration. Die Demonstration, an der die ganze Bevölkerung teilnahm, wo ehrsame Bürger sich nicht fürchteten, hinter den Flaggen der Kommunisten und Anarchisten zu gehen und die Kommunisten sich nicht für zu vornehm hielten, hinter den Flaggen des Heimatlandes zu marschieren, war ein Protest gegen die Polizei, die versuchte, nach preußischem Muster eine Art Meldepflicht der Bewohner einzuführen. Das heißt, sie hatte nur vorgeschlagen, dass jeder Bürger einmal im Jahr seine Adresse auf der Polizei angeben sollte, seinen Namen, sein Alter und seinen Beruf. Aber die Bevölkerung witterte sofort den Pferdefuß und wusste beim ersten Wort, dass dies nur der Anfang der Meldepflicht sei. Es gibt heute keinen Menschen auf der Erde, der nicht wüsste, was Deutschland bedeutet. Der Krieg mit England und Amerika war die beste Reklame für Deutschland und für deutsche Arbeit. Dass Preußen ein Land ist, wissen nur wenige Menschen auf Erden. Wenn man in Amerika und in vielen anderen Ländern das Wort Preußen hört, ist es nie mit dem Lande Preußen oder mit seinen Bewohnern verknüpft, sondern es ist ein Synonym für eine Abwürgung der Freiheit und für polizeiliche Bevormundung. Als ich in Barcelona war, kam ich eines Tages an einem großen Gebäude vorbei und ich hörte Schreien, Heulen, Wimmern von Menschen aus jedem Gebäude dringen. Was ist denn da los? Fragte ich einen Mann, der gerade vorüberging. Das ist das Militärgefängnis, sagte er mir. Aber warum schreien die Leute da so herzzerreißend? Die Leute, das sind doch die Kommunisten. Die brauchen doch nicht so zu schreien, wenn sie Kommunisten sind. Ja, verstehen Sie denn nicht, die werden jetzt geprügelt und gefoltert.
Warum denn aber? Na, das sind doch Kommunisten. Das haben sie mir schon dreimal erzählt. Darum werden sie doch totgeschlagen. Abends werden sie dann rausgeschafft und vergraben. Sind denn das Verbrecher? Nein, aber Kommunisten. Und darum werden sie gefoltert und totgeschlagen? Ja, die wollen alles anders machen. Denen ist es alles nicht gut genug. Die wollen uns zu Sklaven machen, dass wir nicht mehr tun dürfen, was wir wollen. Der Staat soll alles alleine machen und wir sollen nur noch alle Arbeiter des Staates sein. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen arbeiten. Wann wir wollen, wir wollen. Wir wollen. Wann wir wollen, wie wir wollen, wo wir wollen und was wir wollen. Und wenn wir nicht arbeiten, sondern verhungern wollen, so wollen wir auch nicht, dass sich da jemand hineinmischt. Aber die Kommunisten sollen sich in unserem ganzen Land einmischen und der Staat soll alles kommandieren. Ganz recht, dass man sie totschlägt. Soll ich darum Spanien verdammen? Ich denke nicht daran. Jedes Zeitalter und jedes Land, mag es noch so zivilisiert sein, hat seine Christenverfolgung, seine Ketzerverbrennung und Hexenfolterung. In Amerika werden die Ketzer nicht besser behandelt als in Spanien. Das Traurige, das Beklagenswerteste, aber echt Menschliche ist, dass diejenigen, die gestern noch selber die Verfolgten waren, heute die bestialischsten Verfolger sind. Und unter den bestialischen Verfolgern sind heute auch schon die Kommunisten, die Nachdränger, die Weiterdränger und werden immer verfolgt. Der Mann, der vor 5 Jahren in Amerika eingewandert ist und gestern sein 2. Bürgerpapier erhalten hat, ist heute der Mann, der am wildesten schreit, macht die Grenzen fest zu, lass niemand mehr herein. Und doch sind sie alle nur Einwanderer und Söhne von Einwanderern, der Präsident nicht ausgeschlossen. Warum soll ich der Arbeit nachlaufen? Da steht man vor dem, der die Arbeit zu vergeben hat und wird behandelt wie ein zudringlicher Bettler. Ich habe jetzt keine Zeit, kommen Sie später wieder. Wenn der Arbeiter aber einmal sagt, ich habe jetzt keine Zeit oder keine Lust für Sie zu arbeiten, dann ist das Revolution, Streik, Rüttelung an den Fundamenten des Gemeinwohls und die Polizei kommt und die ganze Regimenter von Miliz rücken an und stellen die Maschinengewehre auf. Fürwahr, es ist manchmal weniger beschämend, um Brot zu betteln, als um Arbeit zu fragen. Aber da kann der Skipper seinen Eimer allein fahren, ohne den Arbeiter. Kann der Ingenieur seine Lokomotiven alleine bauen, ohne den Arbeiter? Aber der Arbeiter hat mit dem Hute in der Hand, um Arbeit zu betteln und muss dastehen wie ein Hund, der geprügelt werden soll. Und muss lachen auf den blöden Witz, den der Arbeit Vergebene macht. Lachen, obgleich ihm gar nicht zum Lachen zumute ist. Nur um den Skipper oder den Ingenieur oder den Meister oder den Vorarbeiter oder wer immer auch das Machtwort hat. Sie werden eingestellt, sagen zu hören. Wenn ich so untertänig um Arbeit betteln muss, um sie zu erhalten, kann ich auch um übrig gebliebenes Mittagessen in einem Gasthof betteln. Der Hotelkoch behandelt mich nicht so wegwerfend, wie mich schon Leute behandelt haben, bei denen ich um Arbeit nachfragte. Aber wozu der Arbeit nachrennen, wenn die Sonne so golden scheint, überall ein Platz zum Schlafen ist und alle Menschen freundlich und höflich sind, kein Polizist etwas von mir erfahren will und kein Kopf meine Taschen durchsucht nach dem verloren gegangenen Rezept, wie man biegsames Glas machen könnte. Ich bekam Appetit auf Fisch und ich dachte, die einfachste Art, Fisch zu essen, ist, ihn zu haben. Und um ihn zu haben, musste ich ihn fangen. Brot, Suppe und ein Hemd konnte man sich schon leicht beschaffen. Aber um Angelgerätschaften betteln zu gehen, das schien mir doch zu modern zu sein. Ich passte deshalb auf, als ein Passagierschiff ankam und die Reisenden das Zollhaus verließen. Da bekam ich einen Koffer in die Hand gedrückt. Und als ich diesen Koffer seinem Besitzer im Hotel wieder ablieferte, bekam ich 3 Peseter in die Hand ausbezahlt. Mit diesem Geld ging ich zu einem Laden und kaufte eine Angelschnur und Haken. Das machte so ziemlich 1 Peseter aus. So nebenbei erzählte ich dem Verkäufer, dass ich ein Seemann sei, der sein Schiff verloren habe. Da lachte der Verkäufer, wickelte meine Sachen recht sorgfältig in die Papiere und überreichte sie mir mit einem Danke oder Bitte. Ich wollte nach meinem Zahlzettel greifen, aber der Verkäufer lächelte, zerriss mit einer eleganten Geste den Zettel, warf ihn mit einer anderen eleganten Geste über seine Schulter hinweg, verbeugte sich höflich und sagte, es ist bezahlt, danke sehr. Viel Vergnügen beim Fischen, mein Herr. Und in diesem Lande sollte ich hinter der Arbeit herlaufen?
Dieses Land sollte ich verlassen. Ich wäre es ja nicht wert, dass mich die spanische Sonne bescheint. Ich saß auf der Kaimauer und hielt meine Schnur ins Wasser. Kein Fisch besann. Obgleich ich so gut mit Blutwurst gefüttert hatte, die ich von einem holländischen Schiff mitgebracht hatte, wo ich zum Abkochen, zum Essen mit der Mannschaft gewesen war. Dieses Abkochen gehen auf die Schiffe, das Mitessen mit der Mannschaft eines Schiffes, das im Hafen liegt, ist auch nicht immer eine sehr würdige Sache. Der Arbeiter, der gute Arbeiter, hat oder wenigstens glaubt, in guter Stellung zu sein, fühlt sich gegenüber dem Arbeiter, der keine Arbeit hat, zuweilen sehr überlegen. Und diese Überlegenheit lässt er den Arbeitslosen auch fühlen. Der Arbeiter ist des Arbeiters größter Teufel. Na, ihr Beachcombers, ihr Herumtreiber, habt ihr wieder nichts zu fressen? Da wollt ihr doch wohl wieder raufkommen auf unseren Kasten und da wollen wir euch wieder mal was zu fressen geben, ne? Aber bloß zwei dürfen rauf. Ihr macht uns viel zu viel Schweinerei. Da durften wir dann nicht in das Quartier kommen, oft genug. Nein, wir mussten vor der Tür stehen bleiben. Dann schütteten die Mitproletarier alles, was sie auf den Tellern übrig hatten und was sie manchmal schon im Munde gehabt hatten, in die große Blechschüssel, in der die Suppe geholt worden war. Dann schoben sie uns die Schüssel raus und wir mussten auf dem Verdeck essen, wo wir auf dem Boden zu hocken hatten. Wenn wir dann um einen Löffel bitten mussten, ich hatte durch lange Erfahrung gewitzigt, immer meine eigenen in der Tasche, dann sagten sie, Löffel bekämen wir nicht. Wir fischten dann mit den Fingern in den Brei herum. Oder sie warfen uns ein paar Löffel zu und warfen sie so geschickt, dass sie in den Brei fielen, sodass wir mit unseren dreckigen Fingern herausfischen mussten, was den Leuten ein höllisches Vergnügen zu bereiten schien. Und diese Mannschaften waren noch nicht die schlimmsten. Da waren welche, die uns hinunterjagten vom Schiff, weil wir Spitzbubengesindel seien oder andere, die vor unseren Augen die schönsten Schüsseln voll Fleisch, Gemüse, Kartoffeln ins Meer schütteten und ganze Brote hinterher warfen, nur um uns zu ärgern. Es war dann zuweilen ganz lieblich zu erleben, wenn einer oder der andere durch irgendeinen Umstand entweder entlassen wurde oder achtern abgekantet war. Dann mit uns an der Beach am Ufer lag, mit uns dann zum Abkochen gehen musste und dabei lernte, wie gut es tut, in der Weise von seinen eigenen Klassengenossen behandelt zu werden. Nicht alle waren so. Ich habe manchen Peseter freiwillig von Schiffsproleten bekommen, habe ganze Büchsen voll Corned Beef und Leberwurst oder Blutwurst bekommen, Büchsen voll Gemüse, ganze Kilo Kaffee von den Köchen, ganze Brote, Kuchen und Puddings, einmal 12 Sage und wiederholte 12 gebratene Hühnchen, von denen ich 10 selber wegwerfen musste, weil ich sie nicht essen und nicht verfahren konnte, denn ich hatte ja keinen Eisschrank in meiner Hosentasche. Alles, was man besitzt auf der Welt, hat man bei sich und hat man an sich. Wenn man in spanischen, afrikanischen, ägyptischen, indischen, chinesischen, australischen und südamerikanischen Häfen an der Beach liegt, lernt man allerlei Menschen kennen und allerlei Methoden, mit deren Hilfe man sich am Leben erhält. Aber niemand lässt einen mit solcher Kaltblütigkeit verhungern wie in vielen Fällen der Arbeiter. Und der Arbeiter der eigenen Nationalität ist der schlimmste aller Teufel. Während ich als Amerikaner von den amerikanischen Schiffen heruntergejagt wurde von der Mannschaft, habe ich als Deutscher auf französischen Schiffen wie ein Fürst gelebt. Die Mannschaft lud mich ausdrücklich ein, zu jedem Frühstück, zu jedem Mittagessen und zu jedem Abendessen auf dem Schiff zu erscheinen, solange es im Hafen, es war in Barcelona, läge. Denn ich bekam das Beste, was nur ins Quartier kam. Während mir auf deutschen Schiffen Mannschaften gleich der Freitreppe mit einem großen Schild entgegensprang, Zutritt verboten. Die deutschen Schiffe sind die einzigen Schiffe, die ich kenne, die zuweilen ein großes Schild im Hafen aushängen mit der Inschrift Zutritt verboten. In deutscher Sprache und in der Sprache des Landes, in dessen Hafen sie liegen. Yes, Sir. Als ich in Barcelona lag, wurde mir erzählt, in Marseille lägen viele amerikanische Schiffe, die keine Mannschaft bekommen könnten, weil zu viele ausgerückt seien. Die Mannschaft eines Kohlendampfers nahm mich mit nach Marseille. Es war falscher Alarm. Es lag auch nicht ein einziges amerikanisches Schiff im Hafen und auf den paar anderen, die dort lagen, war auch nichts zu machen. Ganz verzweifelt schlich ich durch die Gassen im Hafenviertel. Ich ging in eine Hafenkneipe, wo viele Seeleute verkehren, um zu sehen, ob ich nicht vielleicht einen Bekannten treffen möchte, der mir aushelfen könnte,
denn ich hatte keinen Kupper in meiner Tasche. Als ich hineinkam und mich umsah nach einem Stuhl, näherte sich mir die Kellnerin, ein nettes junges Mädchen, und fragte, was ich trinken wolle. Ich sagte ihr, ich hätte kein Geld und wolle nur sehen, ob nicht ein Bekannter drin sei, von dem ich vielleicht etwas bekommen könne. Sie fragte mich, was ich sei, und ich sagte, deutscher Seemann. Da sagte sie, setzen Sie sich, ich bringe Ihnen was zu essen. Ich erwiderte, ich habe doch kein Geld. Das macht nichts, sagte sie. Sie werden gleich genug Geld haben. Ich verstand das nicht und wollte mich aus dem Staub machen, weil ich glaubte, es sei irgendeine Falle. Nachdem ich gegessen und eine Flasche Wein vor mir stehen hatte, rief das Mädchen plötzlich ganz laut durch die Schenke, meine Herren, hier ist ein armer deutscher Seemann, der kein Schiff hat. Möchten Sie ihm denn nicht irgendetwas geben? Ich fühlte, dass ich totenbleich wurde, denn ich dachte jetzt, das sei die Falle und man wolle einen Spaß haben dadurch, dass man hier eine Abtreibung geht, dass man mir hier eine Abtreibung geben würde, die nicht von schlechten Eltern sei. Aber nichts dieser Art geschah. Diese Leute hörten nur alle auf zu reden, drehten sich nach mir um. Einer stand auf, kam mit seinem Glas und stieß mit mir an, auf ihr Wohl, Deutscher. Er sagte nicht einmal Bochel dabei. Dann nahm das Mädchen einen Teller und ging rund, und als sie den Teller dann vor mir ausschüttete, zählte ich 17 Franken und einige 60 Centimes. Nun konnte ich mein Essen und meinen Wein gut bezahlen. Und als ich mit dem Cola 2 Tage später wieder nach Barcelona fuhr, hatte ich sogar noch etwas übrig von den Franken. Ich glaube nicht daran, dass es irgendeine Feindschaft zwischen Völkern gäbe, wenn sie nicht künstlich erzeugt und dann tüchtig geschürt würde. Man sollte eigentlich meinen, dass Menschen vernünftiger seien als Hunde. Hunde lassen sich manchmal gegen ihresgleichen hetzen, manchmal aber auch nicht. Menschen dagegen lassen sich immer aufeinander hetzen, und das Ksch-Ksch braucht gar nicht einmal geschickt gemacht zu werden. Es braucht nur überhaupt gemacht zu werden, und dann gehen sie auch schon aufeinander los, wie blödsinnig geworden. Verflucht nochmal, es beißt auch nicht ein einziges Luder an, und die Büchse Blutwurst ist gleich alle. Was kommt davon, wenn man döst und seine Gedanken woanders hat, statt auf das Geschäft zu achten? Sobald ich eine Portion beieinander habe, gehe ich raus, mache mir ein Feuer an und brate die Fische an einem Stock. Es ist einmal etwas anderes als die immer in Öl gebackenen Fische. Wieder nichts dran und die Wurst abgebissen. Wie lange sitze ich hier? Sicher schon 3 Stunden, aber Fischen beruhigt die Nerven. Man hat nicht das Gefühl, dass man seine Zeit verplempert. Es ist nützliche Arbeit, die man verrichtet. Man trägt seinen Teil zur Volksernährung bei, denn wenn ich die Fische esse, die ich hier jetzt fange, brauche ich nicht woanders die Nudelsuppe aufzuessen. Die kann dann gespart werden, und am Ende des Jahres findet man die gesparte Nudelsuppe in irgendeiner Statistik wieder, wo die Zeile, in der die gesparte Nudelsuppe erwähnt ist, mehr kostet als alle weggeschütteten Suppen des ganzen Landes zusammen. Ich konnte die Fische aber auch verkaufen gehen. Vielleicht kriege ich so viel zusammen, dass ich 2 Peseta machen kann. Dann könnte ich wieder einmal 2 Nächte in einem Bett schlafen. Siehst du, mein Freundchen, da habe ich dich doch endlich erwischt. Du bist es, der mir die ganze Blutwurst abgefressen hat. Schwer ist er ja nicht. Ein halbes Kilo? Ich glaube nicht ganz. 350 Gramm. Du zappelst aber ganz schön. Ich kann das nachfühlen. Ich habe auch schon verschiedene Male so gezappelt, wenn ich einen Kopf am Kragen hatte. Aber es hilft nichts. Ich habe Appetit auf Fische. Ja, das Wasser ist so schön kühl und die Sonne so schön warm. Hier hat mich auch noch kein Kopf am Kragen gehabt. Und ich weiß, wie es tut. Die 350 Gramm tun es auch nicht. Wenn du wenigstens 1 Kilo hättest und weil du doch angebissen hast und mir die Freude machtest, mich hier nicht so vergeblich sitzen zu lassen, und weil ich liebe, frei zu sein, viel mehr liebe, als satt zu essen zu haben, und weil die Sonne lacht und das Wasser blaut, und weil du ein spanisches Fischlein bist, hoppla, wirst nicht erschossen. Schwimm wieder lustig los und freu dich deines munteren Lebens. Lauf nicht gleich einem anderen ins Netz, zieh ab und grüß dein Mädel. Da plätschert er und schwimmt er und lacht, und dass ich es bis auf die Mauer höre. Grüß dein Mädel. Ach, shit. Sie sind mir aber doch auch ein Fischersmann, sagte da jemand hinter mir.
Ich drehe mich um und sehe einen Zollbeamten stehen, der die ganze Zeit zugesehen hat und jetzt laut lacht. Aber da sind doch noch mehr Fische drin. Das Wasser ist ja nicht so klein, sage ich, während ich wieder Blutwurst an den Haken schließe. Sicher sind da mehr drin. Das war doch aber ein ganz guter, dicker Fisch. Sicher war er das. Er hatte ja meine ganze Büchse Blutwurst gemahlen. Da soll er nicht dick sein. Warum fischen Sie denn überhaupt, wenn Sie so gute Fische wieder hineinwerfen? Damit, wenn mich jemand heute Abend fragen sollte, was ich den ganzen Tag getan habe, ich sagen kann, ich hätte gefischt. Und dann fischen Sie nur weiter, sagte der Zollbeamte und geht. Das Fischen betätigte Philosophie ist, verstehen die wenigsten Menschen. Es ist doch nicht des Habens wegen, dass man lebt, sondern des Wünschens, des Wagens, des Spielens wegen, dass man lebt. Da, schon wieder einer. Hätte ich nur den vorigen nicht gehen lassen, dann wäre nun schon bald eine ganze Portion zusammen, aber ich werde doch keine Klassenunterschiede einführen. Den anderen habe ich freigelassen, nun kann ich doch diesen nicht seiner Dummheit wegen zum Tode verurteilen. Das heißt, Dummheit verdient eigentlich immer und überall die Todesstrafe. Vorläufig wird sie nur mit Sklaverei bestraft. Wenn ich wüsste, ich bekäme noch drei solche, wie du einer bist, dann müsstest du hier dran glauben. Ich habe Appetit auf Fische. Aber du bist ein köstliches, kleines, lebendiges Wunder. Na, geh schon wieder rein in das weite Meer. Hoppla, Freiheit ist doch das Größte und Beste am Leben. Ja, Teufel nochmal, soll ich euch denn allen hier die Hand geben? Schon habe ich mal abermals einen in der Hand. Ich weiß genau, wenn ich dich jetzt hier behalte, beißt kein einziger mehr an, weil sie dann alle wissen, sie können sich auf mich nicht verlassen. Und mit dir allein kann ich nichts anfangen. Es würde sich gar nicht lohnen, rauszugehen und ein Feuer deinetwegen anzuzünden. Wie lange hat das liebe Leben an dir gebaut, um dich zu dieser unwichtigen Größe zu bringen? 6 Jahre, vielleicht 7? Nun soll ich dich in einer Sekunde mit einem Hieb töten und dein Leben beenden? Zieh ab, freue dich des blauen Meeres und deiner Gefährten. Da sprenzelt er lustig von dann. Gell, Bürschchen, du weißt, was Freiheit wert ist. Freue dich ihrer und schätze sie und sei glücklich. Das ist aber ein recht merkwürdiger Eimer, der da angeschwommen kommt. Sie macht gerade los und kommt nicht gut ab. Sie schleppt und schlittert und kratzt am Kai entlang. Offenbar will sie nicht raus, sie ist wasserscheu, aber ganz gewiss, man kann sich darauf verlassen, es gibt auch wasserscheue Schiffe, yes, Sir. Das ist überhaupt der Fehler, der so oft gemacht wird, dass man den Schiffen die Persönlichkeit abstreitet. Die haben ihre Persönlichkeit, ihre Launen genauso gut wie ein Mensch. Diese alte Tante hier hatte eine Persönlichkeit, das sah ich auf den ersten Hieb. Mit ihr war nicht gut Salz lecken.